Was geht, Cory hier und willkommen zurück auf meinem Channel. In der letzten Zeit ist ziemlich viel in meinem Leben passiert. Ich habe das erste Mal vor einer Jugend gepredigt. Ich wurde eingeladen, 5 Stunden zu fahren, um da auch in einer Jugend zu reden. Und eine weitere Sache ist, dass ich das erste Mal in meinem Leben vor der Gemeinde predigen durfte. Und diese Predigt möchte ich euch heute zeigen. Ich werde in diesem Video nichts darüber sagen, aber falls ihr ein Video haben wollt, wo ich die einzelnen Punkte nochmal durchgehe, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Aber viel Spaß mit der Predigt. Bevor ich anfange, möchte ich nur jedem empfehlen, einen Hauskreis zu suchen. Also, das ist einfach nur auf meinem Herzen. Es ist super wichtig, dass wir nicht sonntags nur hier in den Gottesdienst gehen und dann die ganze Woche keinen Gottesdienst wirklich mehr haben. Weil Gottesdienst ist nicht nur sonntags, Gottesdienst ist halt die ganze Zeit. Und wir sollen auch einfach Gemeinschaft haben mit unterschiedlichen Leuten. Wir können uns gegenseitig schleifen. Wir sind alles, wie heißt es, so Rohdiamante. Wir können uns gegenseitig schleifen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und sowas. Aber dass wir aneinander arbeiten, dass wir füreinander beten, dass wir im Wort lesen und so weiter. Und es ist super wichtig, dass wir eine Gemeinschaft haben. Also das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber es ist einfach nur, damit jeder nochmal nachdenkt. Und noch eine weitere Sache, ich habe mir jetzt das Wasser schon mitgeholt, weil ich war jetzt das erste Mal, und das ist das Ding, ich bin kein Prediger. Und das ist das erste Mal, dass ich predige. Und es sind so viele Sachen, die ich einhalten muss, also Zeit, Licht, und ich sehe jetzt gerade Christina, die muss mich übersetzen, also muss ich ab und zu ein paar Pausen machen, also werde ich ein bisschen langsamer. Ja, okay, gut. Und dann trinke ich immer ein bisschen und dann passt das. Ja, genau. Ich bin kein Prediger, aber warum bin ich dann hier? Also als ich, meine Frau und ich uns eingetragen haben, sozusagen als Mitglieder, Mitglieder geworden sind, habe ich halt, wo möchte ich mitarbeiten? Und dann habe ich halt Predigt eingegeben. Aber für mich hieß es, ich möchte bei den Predigten mithelfen. Also ich möchte Peter helfen oder Oliver helfen, die Predigten zu machen. Ich wollte gar nicht selber predigen. Und dann hieß es halt einfach, ja, dann predigst du jetzt, wann auch immer. Also, okay, dann machen wir das halt so. Und dann war halt so die Frage, okay, was soll ich denn predigen? So, und dann hat Peter gesagt, ja, sag einfach dein Zeugnis. Und ich sage, ja, okay. Ich bin nicht so jemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Und mein Zeugnis wäre ja dann, ging es ja nur um mich. Aber ich weiß, dass Zeugnis super wichtig ist. Ich war jetzt am Freitag, in Nürnberg wurde ich ja eingeladen, auch zu sprechen für einen Jugendgottesdienst. Und da habe ich einfach gesehen, wie wertvoll es ist, Zeugnis zu geben. Und auch eine wichtige Sache, bevor ich richtig anfange, macht euch doch Notizen. Und nicht nur bei meiner Predigt, sondern bei jeder Predigt überhaupt. Weil wir sind Menschen, das geht in einem Ohr rein und dann sagen, ja, hat sich gut angehört. Und dann haben wir es aber sofort einen Tag später wieder vergessen. Und Für die mich nicht kennen, ich bin Cory. Ich bin kein Sprecher, aber ich mache YouTube-Videos. Also ich stehe eigentlich vor der Kamera und rede, aber der Unterschied da ist, dass wenn ich einen Fehler mache, dann schneide ich das einfach raus. Und wenn ich irgendwas nicht gut fand, ja, dann schmeiße ich das einfach raus und dann kommt halt nur das perfekte Produkt am Ende ins Internet. Und deshalb ist das alles neu für mich, weil ich halt durchgehend reden muss, ohne Pause. Oder ist sehr gut, wenn ich ein bisschen Pause mache. Und deshalb ist alles ein bisschen neu. Ja, ich werde heute ein bisschen mein Zeugnis sagen, aber in meinem Zeugnis oder mein Leben ist ganz geprägt von unterschiedlichen Lehren. Diese Lehren könnte man eigentlich jede nochmal eine einzelne Predigt drüber halten. Und deshalb werde ich nicht so tief in diese Lehren reingehen, sondern alles ein bisschen überfliegen und alles halt anhand meines Zeugnisses. Das Ding ist, ich bin christlich aufgewachsen. Ich sage immer, ich habe die ersten 18 Jahre meines Lebens Bibelstudium gehabt. Also sobald ich hinsetzen konnte, an den Tisch setzen konnte, hat mein Dad uns an den Tisch gesetzt und hat uns die Bibel studiert. Und dann, wenn er mal nicht da war, ich habe noch 3 Brüder, hat er gesagt, ja, dann setzt ihr euch an den Tisch und jetzt studiert die Bibel. Und das waren die ersten 18 Jahre meines Lebens. Länger, kürzer, wie auch immer, die Zahl ist nicht so wichtig. Aber das Ding war,
dass ich wusste, ich kannte die Bibel nicht auswendig, weil ich kann dir immer noch nicht sagen, wo was steht, aber ich kann dir sagen, was das bedeutet. Also wenn du mir sagst, hey, hier steht das und das und das, kann ich dir sagen, was das bedeutet. Und das konnte ich auch ziemlich früh schon. Ich gucke nur noch mal nach hinten zur Übersetzung, weil ich, wie gesagt, keine Pause mache. Und deshalb, das ist immer gut, die Theorie zu kennen, aber die Theorie bringt halt nichts, wenn du es nicht leben kannst. Und bei mir wurde sozusagen der Test, kam dann, der erste Test kam dann, als ich dann in eine längere Beziehung gegangen bin. Und ihr müsst wissen, mein Leben ist extrem geprägt von Beziehung haben. Also ich habe meine Eltern, die sind verheiratet, haben 4 Jungs, haben ein Haus, haben alles, was man sich so vorstellt und haben möchte. Und das wollte ich halt auch früh. Und was braucht man, um Ehe zu haben und Familie zu gründen? Man braucht natürlich einen Partner. Und deshalb bin ich rausgegangen und habe jemanden gesucht. Und das Ding ist aber, dass, klar, ich wusste die ganzen Theorien, ich wusste, Sex vor der Ehe ist Sünde. Ich kann dir auch sagen, wo es ist. Ich kann dir auch, warum das ist, warum das nicht gut ist. Und ich persönlich, ich wollte auch nicht. Ich wollte warten, bis ich geheiratet habe, weil so ist es, so wollte Gott es, weißt du? Und ich habe den Sinn auch dahinter gesehen. Ich wollte es. So, also ich habe den Sinn mehr oder weniger gesehen, so dass das kam dann später noch mehr. Aber genau, die Theorie hatte ich ja in meinem Kopf. Ich hatte ja, ich konnte dir alles sagen. Aber Emotionen, Gefühle, eigene Begierden, Gedanken täuschen halt und verleiten dich halt zu Schritten, die du nicht gehen möchtest, eigentlich. Aber du kannst nicht mehr rational denken. Und genau, so kam es halt, dass ich lange Zeit in Sünde gelebt habe. Für mich war es, es ist schon fast Normalität geworden, obwohl ich wusste, dass es falsch ist und ich es eigentlich gar nicht richtig wollte, war es trotzdem immer ein Kampf. So mein Körper hat mir das gesagt, aber meine Gedanken oder mein Geist hat mir was anderes gesagt. Und Paulus sagt uns das auch in Römer 7, 15 bis 23. Oder bis 20 erstmal. Genau, cool. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Oder wir sagen, begreife ich nicht. Oder die Jugend sagt, checke ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will und ich wollte, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde in mir wohnt, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Es ist halt ein täglicher Kampf gewesen. Wirklich, ich wollte Gott nachfolgen, ich wollte das Gute tun, ich wollte einfach seinen Willen tun, aber nicht wirklich. Denn die Sünde in mir, die gelebt hat und immer größer geworden ist, war einfach stärker. Ich habe so ein Beispiel in meinem Leben, das ist Ben & Jerry's. Ja, genau. Das ist Süßigkeit, Eiscreme. Und meine Mom und ich, wir könnten literweise Eis essen. Und das Ding ist, wenn du einmal angefangen hast, Eis zu essen oder Süßes zu essen, und das ist ein banales Beispiel, jeder kann sein eigenes da reinmachen, Alkohol oder Lügen, Stehlen, was auch immer. Sobald du einmal angefangen hast, hast du langsam Lust auf noch mehr. Und so ist das Ding, wenn ich ganz, ganz viel von diesem Eis esse, dann habe ich eigentlich Lust, am nächsten Tag wieder was zu essen. Und am nächsten Tag wieder was zu essen. Und so mehr ich das fütter, so mehr habe ich auch Lust danach.
Und genau so war es auch mit dem Sex vor der Ehe. So mehr ich es hatte, so mehr hat mich das auch kontrolliert. So mehr wurde ich davon geführt, dass ich gar nicht mehr rational denken konnte. Es war so, eigentlich, wenn ich still geworden bin, habe ich mir gedacht, hey, boah, Corey, eigentlich möchtest du das nicht. Aber wie Paulus auch sagt, so, ich wurde kontrolliert von der Sünde. Und dann in 22 sagt Paulus weiter. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, dem inneren Menschen. Also eigentlich will ich Gottes Willen tun. Und 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also Paulus redet von dem Fleisch, und das ist das, was ihn kontrolliert. Und das ist das, was mein Leben kontrolliert. Mein Fleisch hat mein Leben kontrolliert. Das ist mein Körper. Und dann habe ich natürlich versucht, kam ich zu einem Punkt, habe ich natürlich versucht, es aus eigener Kraft nicht zu schaffen. Da habe ich gesagt, boah, jetzt ab heute nie wieder. Er ist dann so ein bisschen wie Jahresvorsätze. Ich glaube, jeder macht sich mal Jahresvorsätze. Es gibt den einen, der hält es so 48 Minuten. Dann gibt es jemand anderes, der hält es ein paar Wochen. Dann gibt es jemand anderes, der hält es ein paar Monate. Aber irgendwie geben wir alle Jahresvorsätze auf. Also okay, es gibt wahrscheinlich immer noch so ein paar Leute, die schaffen das irgendwie. Aber aus eigener Kraft schaffen wir es meistens nicht. Und wir geben irgendwann wieder auf. Und ist dann an den Punkt gekommen, dass ich halt emotional einfach am Ende war. Ich habe einfach gekämpft damit, weil es war einfach ein Kampf. Du kämpfst jeden Tag gegen dem, was du eigentlich gar nicht machen möchtest. Aber du kannst es nicht, weil von dir, von innen heraus kommt einfach irgendwas und sagt dir, doch, ist okay, mach das. Das möchtest du, das willst du. Ich komme später nochmal auf das, was dein Herz sagt und so. Das ist ein täglicher Kampf und sowas macht halt fertig. Und genau, das ist halt das, wenn du es versuchst, aus eigener Kraft zu machen. Ich habe da auch noch ein Bild dabei. Jesus sagt nämlich in Johannes 15, 5, sagt er nämlich, dass ich der Weinstock bin, also Jesus der Weinstock ist, und wenn ihr in mir bleibt, dann gebt ihr Frucht, aber wenn ihr nicht in mir bleibt, dann könnt ihr nichts tun. Und das ist halt genau dieses Ding. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Wie ich schon gesagt habe, am Freitag war ich in so einem Jugendgottesdienst und da hat auch jemand gesagt, so, boah, mein Vater hat mich verlassen, hat uns unsere Familie verlassen und mein Bruder, der nicht Christ ist, so, der hat ihn bis heute nicht vergeben. Aber ich habe meinen Vater vergeben. Und er sagt dann, ja, weil ich glaube daran, dass Jesus mir diese Kraft gegeben hat, diese übernatürliche Kraft gegeben hat, jemanden zu vergeben, der es eigentlich nicht verdient hat. Also wir haben es alle nicht verdient, aber wir es nicht verdient haben. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt auch. Und das ist das, was die Bibel allgemein lehrt, ist, dass aus eigener Kraft können wir das nicht. Aber mit Gottes Hilfe können wir das. Und ich kam dann zu dem Punkt in meinem Leben, dass ich in Beziehung war. Und dann wird man älter. Und dann kommt ja das Thema auf, warum ich überhaupt Beziehungen haben wollte. Ich wollte ja Beziehungen haben, um Ehe zu führen. Also habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt kommt das Thema eigentlich Ehe. Ich werde älter, also Ehe, das ist das Thema. Aber dann habe ich halt nachgedacht, wenn ich mal ruhig geworden bin. Ja, aber ich möchte niemanden heiraten, der Jesus nicht nachfolgt, der nicht mit Gott unterwegs ist. Weil was ist das für ein Leben, wo dein Partner nicht dasselbe teilt wie du? Du kommst nach Hause und bist komplett fertig. Und du trauerst, du hast Leid,
Du hast irgendwas, wo du nicht rauskommst. Es gibt keine. Es ist, wie Nathalie jetzt gesagt hat, so, du kommst nach Hause und sagst, hey, ich bin krank. Was haben wir denn ohne Gott? Ohne Gott ist ja. Ne? Also da gibt's nicht. So, ich wollte nicht nach Hause kommen und sagen, hey, ich bin voll fertig, da gibt's eigentlich keine menschliche Lösung. Aber dann möchte ich doch jemanden haben, der mit mir betet. Mit mir auf Gott zugeht und diese übernatürliche Begegnung hat mit Gott. Und meine Frau sagt auch ganz oft so, sie versteht nicht, wie Leute, die auch so leiden in dieser Welt, es schaffen ohne Gott. Weil wir haben jemanden, wir können uns fallen lassen, wenn wir in einer Situation sind, wo wir halt nicht mehr rauskommen. Und ich wollte nicht eine Ehe führen, wo ich nur über banale Dinge reden kann. So, okay, ich komme immer zu meiner Frau und rede immer über die tiefsten philosophischen Themen und meine Frau ist nur so, ja, okay. Aber das meine ich nicht. Ich meine eher so um geistliche Themen auch. So, hey, ich bin gerade nicht so stark im Glauben, ich müsste mehr die Bibel lesen, ich müsste mehr die Bibel studieren. So, hey, kannst du bitte für mich beten? Ich predige am Sonntag. So, und dann sagt sie, ja, dann bete ich für dich. Aber sowas habe ich ja nicht, wenn ich jemanden heirate, der nicht dasselbe, also der Jesus nicht auch nachfolgt. Und genau, dann war ich halt an diesem Punkt, wo ich sage, mein Körper sagt das, mein Herz sagt so ein bisschen so, boah, ich liebe diese Person, weil das ist ja das, es war ja nicht einfach nur irgendeine Person, es war ja eine tiefe Beziehung auch mit einer nichtchristlichen Person, wo ich sage, so, es ist ja, ich habe sie ja geliebt. Darum, ich kann ja nicht, ich kann jetzt nicht einfach mich trennen, nur weil sie nicht Christ ist. Und dann ist aber zu dem Punkt gekommen, dass ich wirklich am Ende war. Und dann, als ich am Boden lag, habe ich gesagt, okay Gott, nicht mehr was ich will, sondern was du willst. Und ab dem Punkt hat sich mein Mindset geswitcht, hat sich umgedreht. Mein Denken hat sich umgedreht. Es ging nicht mehr darum, eine Frau zu finden, um Ehe zu führen, sondern es ging erstmal darum, okay Gott, ist das überhaupt dein Wille? Ist das dein Wille, dass ich Ehe habe? Und ist es überhaupt dein Wille? Ich habe nämlich später auch gesagt, so, okay, ey, wenn ich für immer Single bleiben soll, dann musst du mir helfen, weil ich bin jemand, ich möchte eigentlich Beziehung haben. Aber wenn du sagst, Gott, und das habe ich so mehrmals gebetet, wenn du sagst, Gott, ich soll Single bleiben, dann ist das so, aber du musst mir helfen, weil ich kann das nicht alleine. Das haben wir ja eben schon gesehen, so mit der Leiter. So. Das geht nicht. Und dann, von da an, also wir haben uns dann auch irgendwann getrennt, es war eine tolle Frau, sie hat das verstanden, dass ich Gott nachfolgen möchte. Sie hat aber gesagt, nee, das kann ich nicht machen, verstehe aber, dass wir uns dann trennen, passt. Von daher war nicht alles super, also ich war nicht sündenfrei von diesem Punkt her. Aber mein Denken hat sich geändert. Und naja, wie auch immer. Und das Ding ist nämlich auch immer, dass die Welt oft sagt, ja, ihr dürft ja keinen Spaß haben. Also warum hast du dich von deiner Freundin da getrennt? Warum, so, ihr hättet nicht heiraten müssen, weil, ihr könntet ja einfach nur so schön leben. So. Ihr Christen, ihr seid voll die Spaßverderber oder Gott ist voll der Spaßverderber. Aber das Ding ist doch, dass Gott es 100-mal besser weiß. Und ich habe auch da ein Beispiel mit Süßigkeiten. Süßigkeiten ist ein gutes Thema. Und Kinder, wenn sie könnten, würden sie doch durchgehend Süßigkeiten essen. Immer. Und dann sagt die Mutter oder der Vater, nee, du kriegst heute eins. Und dann sagt, warum bist du so ein Spielverderber? Warum darf ich das nicht?
Warum darf ich nicht? Du magst mich nicht oder was auch immer. Aber das ist doch, ich möchte das doch. Ich fühle doch, ich habe voll Lust auf Süßigkeiten. Und die Eltern sagen doch dann, nee, das ist nicht gut für dich. Du wirst Bauchschmerzen bekommen, du wirst krank werden, du wirst dick werden, wie auch immer. Aber es gibt ja einen Sinn dahinter, warum Kinder nicht durchgehen süßes Essen. Aber das Problem ist, Eltern sind nicht viel besser. Wir haben immer noch, sind leitend, werden auch oft von Emotionen geleitet und von Gefühlen geleitet. Und wie wir heute auch oft hören, ist, ja, folge doch dein Herz. Ja, weißt du, was die Bibel über unser Herz sagt? In Jeremia 17, Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Wir dürfen nicht unserem Herzen folgen, außer Gott führt unser Herz. Und dann in meinem Leben bin ich dann zu einem Punkt gekommen, wo ich, ja, dieses Mindset hat sich geändert, aber die Sünde war immer noch da. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Hauskreise haben. Und dann, das hat dann wahrscheinlich doch was mit der Predigt zu tun. Denn dann habe ich einen Hauskreis gefunden. Und in diesem Hauskreis habe ich einfach alles offenbart. Und die Leute fragen mich heutzutage, boah, krass, oder sagen mir immer, boah, du bist so mutig, dass du über dein Zeugnis redest und dass du das offen sagst. Ja, weil ich das in meinem Hauskreis habe ich es offenbart. Leute haben für mich gebetet. Leute haben regelmäßig nachgefragt, so, hey, wie ist es? Läuft es gut? Nee, nein, okay, dann beten wir weiter. Wir arbeiten was, wir helfen dir, komm, Kontakte löschen und so weiter und so fort. So, hey, wir helfen dir. Und deshalb ist es so wichtig, ne, einen Hauskreis zu finden. Und dann gibt es noch einen Bibelvers, der das auch ganz gut sagt. Ah, ich habe noch einen Slide davor. Ja, genau, das ist das. Wenn wir versuchen, die Sünde zu verstecken. Aber das Ding ist, wenn wir die Sünde verstecken, ne, wenn wir uns schämen vor der Sünde oder für die Sünde, dann ist sie stark. Aber wenn wir die Sünde offenbaren, dann ist es so einfach, darüber zu reden. Denn sie hat gar keine Macht mehr. Der Teufel ist nur stark, wenn wir ihn versuchen zu verstecken. Wenn wir alleine da durchgehen, wenn wir uns schämen dafür, dann ist der Teufel stark. Wenn wir es offenbaren, die Bibel sagt im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Er macht uns frei von der. Klar, du hast es noch in der Vergangenheit, klar, du trägst Narben, ich habe Narben mitgetragen, aber er reinigt uns davor. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste und das ist auch, warum Jesus gestorben ist, damit wir frei von dieser Sünde sein können. Und dann, in meinem Leben, kam dann irgendwann jemand in mein Leben und auch im Hauskreis. Und davor war natürlich noch der Punkt, dass ich gesagt habe, hey Jesus, wenn ich alleine sein soll, dann musst du mir helfen. Aber anscheinend war es nicht Gottes Plan. Denn Gottes Plan, er hat ja gesehen, was meine Sehnsucht war. Also meine Sehnsucht war, hey, ich würde gerne Ehe führen, ich würde gerne das haben. Und das Ding ist ja, Gott sieht das auch. Gott sieht, was wir auf unserem Herzen haben, was wir wollen. Nicht alles ist gut, aber er sieht das. Und er hat gesehen, und das Bedürfnis nach Beziehung ist ja was Gutes. Das ist ja, das kommt auch von Gott. Nur wie wir das ausleben, das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Aber er hat gesehen, oh Corey, er möchte Beziehung haben. Also, hier ist jemand. Und sie kam dann auch in meinem Hauskreis. Und deshalb ist es wichtig, Hauskreise zu haben, damit wir
einen Partner finden? Nee, Spaß. Aber ja, Gott interessiert sich für das, was wir auf unserem Herzen haben. Er sieht unser Herz und er sieht unser Wunsch. Das Problem war halt einfach nur, er hatte jemanden für mich, aber ich habe es versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe da auch eine Slide, wie mein Leben so ein bisschen aussah. Wir haben Gottes Weg und wir haben Corys Weg. Ich mache, was ich will. Ich mache, was ich will. Was ist mein Weg? Mein Weg ist Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Narben. Und dann irgendwann vielleicht Ehe. Gottes Weg war aber, nee, komm hier lang, da ist Ehe. Ich wollte es meinen Weg machen. Und deshalb ist mein Leben so geprägt von jetzt, von dem Vers Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Himmelreich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und da geht es natürlich hauptsächlich darum, dass um die Dinge, die wir wirklich brauchen, die wir zum Leben brauchen. Aber der erste Teil ist so wichtig in meinem Leben. Mein ganzes, alles, warum ich etwas tue, ist für ihn, für Gott. Alles, was ich, ob ich jetzt arbeite, ob ich jetzt Beziehungen suche, ob ich jetzt einen Hauskreis suche, ob ich jetzt eine Gemeinde suche, egal, ob auch banale Sachen. Ich möchte, und natürlich bin ich nicht perfekt und ich kriege es auch nicht immer hin, aber ich möchte alles ausrichten nach dem Himmelreich. Denn es gibt Sachen, die ewig bleiben. Paulus sagt uns das auch. Es gibt ein paar Sachen, die ewig bleiben. Und viele Sachen, die vergehen werden. Und darum macht es auch keinen Sinn, sich auf diese Sachen zu konzentrieren, die vergehbar sind. Vergehbar? Naja, wie auch immer. Die irgendwann vergehen. Und uns auf das konzentrieren, was halt ewig ist. Was ist ewig? Paulus sagt, irgendwo in der Bibel, dass Hoffnung, Liebe und Glaube ewig bleiben. Alles andere wird vergehen. Und worauf können wir uns noch konzentrieren? Worauf können wir noch drauf schauen? Was ist noch unsere Aufgabe hier? Worauf ich mich konzentriert habe in meinem Leben, ist das Evangelium weiterzugeben. Dass wir möglichst viele Menschen retten, letztendlich. Also Gott rettet sie, aber wir sind seine Arbeiter. Und auf diese Sachen sollen wir uns fokussieren. Und klar gibt es diesen ganzen Alltag. Aber alles, was wir machen, machen wir für Gott. Ein Beispiel in meinem Leben ist die Arbeit. Leute in meiner Arbeit, Arbeitskollegen, reden immer so, oh ja, Arbeit ist so wichtig, großer Teil in meinem Leben. Ich habe immer gesagt, Arbeit ist für mich nur Mittel zum Zweck. Der Grund, warum ich arbeite, ist, damit ich genug Geld verdiene, um meine Familie zu versorgen, aber nur damit ich einen guten Standard habe, damit ich weiterhin Gottes Wort verkünden kann. Arbeit ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Klar, es ist schön und ich habe einen Job, der mir auch gefällt und es ist auch schön, wenn er Spaß macht und sowas, aber eigentlich, und es ist schade, dass es so viel Arbeit, so viel Zeit nimmt, aber das ist ein anderes Thema. Aber warum mache ich das alles? Damit ich mehr Gottes Wort verkünden kann, dass ich mehr seine Liebe verbreiten kann, dass ich mehr mich ausrichten kann nach seinem Himmelreich, nach seiner Gerechtigkeit. Aber ja, Gott hatte einen Plan. Gott hat Ehe als Ziel gehabt für mich. Er hatte nur einen anderen Weg. Ich hatte meinen Weg, gefüllt von Schmerzen und Narben. Aber auch eine Sache, die mich sehr begleitet hat, ist, dass Gott aus allem Schlechten
Also ich habe all das durchgemacht, aber auch was Gutes draus macht. Gott kann aus allem Schlechten was Gutes machen. Und in dieser Zeit, wo ich andere Beziehungen hatte, habe ich auch Sachen gelernt, die ich jetzt in die Ehe reinbringen konnte. Zum Beispiel, ich konnte früher gar nicht reden. Also ich konnte reden, aber ich habe nicht geredet. Ich war sehr ruhig. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und dann waren meine Eltern so überrascht, dass ich reden kann. Dass ich mehr als zwei Worte reden kann. Und das habe ich in Beziehungen auch gelernt. Und deshalb kann ich auch in unserer Beziehung reden, wenn Sachen angesprochen werden müssen. Davor hätte ich nie geredet oder sowas. Klar, Gott hätte es in diesem kurzen Weg zwischen Gottes Weg und Ehe, hätte mir das alles beigebracht, ohne. Aber er gebraucht auch Schmerz, Trauer, Verzweiflung und Narben um uns, damit ich wachsen kann. Also nochmal zusammenfassend. Super wichtig ist es, dass wir zuerst, Matthäus 6,33, dass wir uns zuerst nach dem ausrichten, was Gottes Wille ist, nach dem Reich Gottes. Dann ist es wichtig, selber zu erkennen, was ist unsere Versuchung? Was ist das, wo wir unseren eigenen Willen durchsetzen möchten? Was ist unsere Süßigkeit in unserem Leben? Was ist etwas, was wir mal füttern und es stärker wird? Es gibt so ein Bild auch von so zwei Hunden. Der eine wird immer gefüttert und er wird dann viel größer. Und der Kleine, der nicht gefüttert wurde, bleibt halt so klein. Und genauso ist es halt auch mit der Sünde. Wenn wir die Sünde füttern, dann wird sie auch größer. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, welche Sünde ist in unserem Leben. Ein weiterer Punkt, den ich gemacht habe, ist, aus eigener Kraft können wir es nicht schaffen. Ich habe viel mit Jugendlichen jetzt zu tun und ein großes Thema in deren Leben ist halt Pornografie. Und wenn sie das verstecken, dann werden sie davon auch nicht los. Und wenn sie das noch mehr füttern, so wie die Süßigkeit, dann geht es auch nicht weg. Aber wenn wir es offenbaren, wenn wir das vor Gott offenbaren, aber auch vor seinem engen Kreis, Hauskreis oder halt einfach ganz offenbaren, dann wird es nach und nach die Macht verlieren. Also ermutige ich euch nur, jeden Einzelnen zur Umkehr, dass wir alle das erkennen, was Sünde in unserem Leben ist, und dass wir das abgeben. Die Sünde muss offenbart werden, weil dann verliert sie auch ihre Macht. Und der letzte Punkt ist, dass Gottes Weg immer der Beste ist. Ich würde dann noch beten zum Abschluss. Ja, Vater, ich danke dir so sehr, dass du so groß bist, dass du so gut bist. Wir haben es eben gesungen auch. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Und ja, Herr, du bist immer da. Du siehst, was wir durchmachen. Und du möchtest, dass wir uns umkehren. Dass wir umkehren. Herr, ich danke dir so sehr, dass du das in meinem Leben getan hast. Ich danke dir, dass du das auch für jeden Einzelnen hier anbietest und tun wirst. Herr, ich bitte dich, dass du die Menschen hier ermutigst und dass du ihnen aufzeigst. Heiliger Geist, zeig jeden Einzelnen, wo Sünde ist. Zeig ihnen, wo sie ihren eigenen Willen durchsetzen wollen, wo sie versuchen, aus eigener Kraft zu handeln. Herr, brich das. Führ
Führe uns, Herr. Führe jeden Einzelnen. Herr, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir für mein Leben, aber ich danke dir auch für jeden Einzelnen hier, den du berührst zur Umkehr. Herr, bitte, Herr, sei jetzt einfach noch hier bei jedem einzelnen Herzen. Ja, führe uns, Herr. Amen. Ich hoffe, euch hat die Predigt gefallen. Und wie gesagt, falls ihr nochmal ein detailliertes Video über die einzelnen Punkte hören wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und das mache ich dann sofort. Und vergesst doch nicht zu abonnieren, das Video zu liken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Core hier, ihr da. Alles klar.